Aha. Liebe Leute, ich bin live und ihr habt hoffentlich Fragen an mich. Grüß Gott. Ich werde fleißig Kommentare lesen. Hey Max, und mich euren Fragen stellen. Ich hoffe, der Ton passt so. Ich bitte euch darum, es werden jetzt nicht so viele zuschauen wahrscheinlich, aber wenn doch, dann geduldet euch ein bisschen mit den Fragen, weil ich muss erstens lesen, zweitens antworten und kann nicht den ganzen Thread auf einmal mir merken, und ich habe jetzt auch keinen Bock, Green Day ist cool. Zumindest waren sie das früher. Kann ich den ganzen Thread auf einmal mir irgendwie speichern, deswegen. Eins nach dem anderen. Kenne ich den Podcast von Peschke? Ja, den kenne ich, den höre ich mir sehr gerne an, vor allem auf dem Weg in die Arbeit und auf dem Weg aus der Arbeit raus. Das ESC, genau. Auf ein Bier heißt der Podcast, kann ich nur wärmstens empfehlen. André Peschke und Jochen Gebauer, toller Spiele-Podcast. Einer der besten in Deutschland, zusammen mit Stay Forever und Insert Moin. Ton passt. Uncharted 4 schon angezockt. Jawohl, habe ich. Gestern Abend, nachher geht's weiter. Die Grafik ist mal der absolute Hammer. Dachte nicht, dass es so schön ist, vor allem so in so Nuancen wie Farbgebung und so weiter. Finde ich total krass. Spiel selber, joa. Uncharted halt, ne? Hey Marco. Wann komme ich mit meiner Band nach Bremen? Weiß ich noch nicht. Das hängt im Prinzip von den Veranstaltern in Bremen ab. Also, wenn du willst, dass ich mit meiner Band nach Bremen komme, dann guck doch mal nach Veranstaltern, Clubs, kleine Festivals und so weiter, und schick mir die Adressen an gametube.de@gmail.com, und dann werden wir versuchen, uns da zu bewerben und werden da spielen, sofern der Veranstalter auch bereit ist, uns etwas Geld dafür zu geben. Wie findest du Far Cry 4? Keine Ahnung, habe ich nicht gespielt, hatte ich mir eigentlich aufgehoben, bis ich einen neuen Rechner habe. Habe ich jetzt. Habe aber noch keine Zeit gehabt, Far Cry 4 zu spielen. Ich bin immer noch kurz vom Ende von Far Cry 3, also das dauert eine ganze Weile, bis ich dann mal dazu komme, Far Cry 4 zu spielen. Und ich glaube, ich würde lieber erstmal Far Cry Primal spielen. Sind wir wie das dieses Jahr auch wieder auf der Gamescom? Wahrscheinlich ja, ich kann es aber noch nicht versprechen. Also auf der Bühne diesmal wohl nicht. Da hat sich ein bisschen was geändert, aber es kann sein, dass wir privat hinfahren oder vielleicht bin ich auch beruflich da und dann können wir uns ja vielleicht über den Weg laufen. Hast du schon das neue Jack Nicklaus-Spiel gezockt? Das kenne ich gar nicht, aber gut, dass du es sagst. Muss ich mir glatt mal anschauen. Ist wieder ein Trash-Game à la Deadly Premonition mit dir und Michi geplant? Geplant nicht, aber da wir das sowas sehr gerne spielen, alle beide, wenn es wieder was derartiges gibt, dann sind wir, glaube ich, die Ersten, die das machen. Wird es am 21.05. im Quad Club eine Abendkasse geben? Ja, es gibt eine Abendkasse und ja, man kann spontan vorbeischauen. Wir freuen uns über jeden Besucher. Kurze Info, ich spiele mit der Band am 21. Mai, das ist Samstag in einer Woche, abends im Quad Club in der Sonnenstraße in München am Sendlinger Tor in der Gegend. Abendkasse gibt's, Vorverkauf gibt's auch. Die ganzen Infos findet ihr hier bei Facebook unter Gorilla Rodeo oder auf gorillarodeo.de. Kommt bitte vorbei. Denn wir sind dankbar über jeden Gast und wir wollen, dass die Hütte brennt, denn da haben wir alle was davon. Ne? Und dann macht es uns mehr Spaß und euch auch, wenn richtig was los ist. Weißt du, wie es aussieht mit Into the Dark 2? Der irre Ivan, der Chefentwickler von Into the Dark, der ist schwer mit Into the Ice beschäftigt. Der hat jetzt allerdings erst am letzten Hitman mitgearbeitet und arbeitet noch an einem anderen Projekt, das ich euch demnächst hier im Kanal mal näher vorstelle. Deswegen ist Into the Ice momentan ein bisschen hinten angestellt, aber kommt eines Tages. Ob wir es dann spielen, sei mal dahingestellt, aber ich glaube schon. Kommen wir auch mal nach Dresden oder Freital? Wenn ja, wann? Von mir aus gerne, vor allem nach Dresden. Nach Freital, habe ich mir sagen lassen, ist man als Auswärtiger nicht unbedingt erwünscht. Deswegen würde ich jetzt erstmal Dresden oben anstellen, aber dahin auf jeden Fall gerne. Vielleicht sogar schon im Herbst. Was hältst du von der Saison und wie findest du für sie für den Club Ingolstadt? Ich fand die Saison eigentlich so semi-interessant. Also die Bayern hätten nicht schon wieder Meister werden müssen, schon gar nicht mit so einem großen Vorsprung. Ich bin sehr begeistert, wie gut der FC Ingolstadt gespielt hat. Vor allem, dass dieses ganze Plastikclub-Gemaule von allen sehr schnell verstummt ist, nachdem die nie auf einem Relegations- oder Abstiegsplatz waren und sich durch eigenen Ehrgeiz und durch Mannschaftsstärke und so weiter auf den verdienten Platz hochgespielt haben. Deswegen hurra, hurra, FC Ingolstadt, Schanzer. Bewerbung, weiß nicht, was du meinst. Was sagst du zur neuen Grafikkartengeneration von Nvidia? Sage ich, gib mir eine davon und dann finde ich die super. Wann kommen die alternativen Enden von Spec Ops? Weiß ich noch nicht.
Wann können wir mit einem neuen Pen and Paper rechnen? Sehr bald, wir haben es schon aufgenommen. Ausstrahlungszeitpunkt ist noch nicht bekannt, aber es sollte nicht mehr zu lange dauern. Muss ich kurz mal kratzen. Genau, was halte ich von dem Podcast auf ein Bier? Wie schon gesagt, toller Podcast von zwei sehr intelligenten Menschen. Kann ich nur weiterempfehlen und immer schön die 5-Sterne-Wertung geben. Ne? Hallo Daniel, hallo Oliver. Mein Lieblingswort auf Schweizerdeutsch. Kann leider kein Schweizerdeutsch und wenn man es nicht kann, dann sollte man es auch nicht versuchen, es nachzuahmen. Wo bleibt eigentlich DayZ? Gute Frage. Wir haben es tatsächlich neulich mal wieder besprochen, ob wir nicht einfach mal jetzt doch die Standalone-Version spielen, aber auch das hat momentan keine Prio und Michi hat sich jetzt ja eine Weile Auszeit genommen, deswegen muss man mal sehen, aber das sollten wir dann, wenn dann alle dabei sein. Kommt der Rest von GameTube auch in den Quad Club? Wahrscheinlich ja. Deswegen solltet ihr auch unbedingt kommen. Verzeihung. Würdet ihr mal die Rocket Beans besuchen? Wenn es nach uns ginge, sehr gerne. Wir haben nur noch keine Einladung erhalten. Also wir sind für alles offen. Die müssen sich nur bei uns melden und uns einladen und dann werden wir die Letzten, die sagen, nee, mit denen machen wir nichts. Denn wir sind alle große Fans von den Rocket Beans und ja, bestimmt lässt sich da zusammen was ganz Lustiges aufziehen. Kommt ein E3-Stream mit Heiko bei der GameStar? Ist noch nicht entschieden. Die Uhrzeiten sind diesmal extrem fies. Die Bethesda-Pressekonferenz auf der E3 ist zum Beispiel unserer Zeit nachts um 4. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir damit genug Zuschauern rechnen können, dass sich der Stream lohnen würde. Deswegen abwarten. Also ihr werdet das rechtzeitig dann auf der GameStar erfahren. Was für Projekte gibt es bei GameTube Horror demnächst? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Der Fritz hat eine ganze Liste von Horrorspielen noch auf der Platte. Müssen wir mal gucken, aber auch das erfahrt ihr dann bei Zeiten. Selbiges gilt für GameTube Simulator. Auch da werden wir drüber sprechen, wenn wir konkret was entschieden haben. Wann gibt ihr wieder ein Konzert in Berlin? Momentan ist der Plan, in der ersten Novemberwoche in Berlin zu spielen. Da wird es vielleicht eine kleine Tour geben, wo uns ein Auftritt nach Berlin führen wird. So ist momentan der Plan zumindest. Konkret ist es soweit noch nicht. Also ich möchte jetzt noch kein Datum oder noch keine Location oder so sagen. Aber ja, wir kommen nach Berlin. Wenn wir nach Dresden kommen, was wollen wir da machen und wo sind wir zu finden? Naja, wenn wir da hinkommen, dann wahrscheinlich mit der Band und dann spielen wir vermutlich in irgendeinem Club oder einem kleinen Festival. Aber auch das erfährst du entweder hier oder bei Gorilla Rodeo. Machen wir noch mit The Witness weiter. Wenn es nach mir geht, ja, Martin hat auch Bock. Es ist momentan zeitlich eben ein bisschen schwierig und mit unserer kleinen Strategieänderung. Aber ich würde es ungern aufgeben, zumal es mich dann doch interessiert, wie es ausgeht. Allerdings ist es jetzt ein bisschen schwierig, wieder reinzukommen, weil wir halt die ganzen Logikprobleme jetzt nicht mehr so aus dem FF lösen können. Deswegen bitte ich da auch noch um ein bisschen Geduld, aber der Plan ist es weiterzumachen. Liest du auch Fragen unter dem Ankündigungspost? Habe ich vorher gemacht, habe ich jetzt gerade aber keine Zeit für. Gorilla Rodeo in Bremen, von mir aus ja, habe ich gesagt, vorhin schon. Aber wir brauchen halt den Auftritt. Also wenn ihr Veranstalter kennt, dann schreibt uns an auf unsere E-Mail-Adresse gametube.de@gmail.com und dann versuchen wir den Auftritt klarzumachen. Wir spielen immer gern überall und vor allem in Ballungsräumen, wo wir auch mit genügend Publikum rechnen können. Deswegen sind wir da auch ein bisschen auf unsere Fans angewiesen. Also wir kennen jetzt nicht jede Location in irgendwelchen Städten. Deswegen, wenn ihr was wisst, sagt es uns einfach und dann können wir uns ja da bewerben. Wenn du einen deiner GameTube-Kollegen wählen könntest, um mit ihm die nächsten 20 Jahre auf einer einsamen Insel zu verbringen, wen würdest du nehmen? Wahrscheinlich keinen. Es reichten mir schon 10 Minuten mit denen in einen Raum und mir steht's. Aber gut. Wie schaffst du es, Arbeit, GameTube und Band unter einen Hut zu bekommen? Habe ich mich schon lange gefragt. Ja, frage ich mich auch schon lang. Die Tatsache ist, es geht nicht, zumal ich auch noch ein Privatleben habe und das alles auszubalancieren ist sehr, sehr schwierig, weil immer irgendwas drunter leidet. Ich mache es so gut ich kann, aber manchmal müssen dann die ein oder anderen Dinge einfach zurückstecken. Ich vermisse die Slenderzeiten, ja. Ich vermisse die Abrufzahlen der Slenderzeiten. Das Spiel selber jetzt nicht so sehr. Hat mich doch ziemlich traumatisiert damals, aber vielleicht auch das mal wieder eines Tages. Wie sieht's mit VR bei GameTube aus? Gut, wir haben noch einiges auf Halde, beziehungsweise noch nicht aufgenommen, aber es gibt ja jetzt inzwischen einige Oculus-Projekte und vor allem sehr, sehr coole HTC Vive-Projekte, die wir gerne euch zeigen wollen. Vive ist ein bisschen schwierig mit der Aufnahmesituation, weil du da quasi einen kompletten Raum brauchst und dann musst du denjenigen auch noch filmen.
Wollen wir auf jeden Fall machen, vielleicht schon nächste Woche mit Fritz zusammen. Es gibt auf jeden Fall ganz coole Sachen, die wir euch zeigen müssen, vor allem Valve the Lab, das ist der Shit. Deswegen bleibt dran und es wird wieder VR auf GameTube kommen. Wie ist der Lieblingsspruch bei Gravtas Hammer, was für Preise? Das ist ein Zitat aus Galaxy Quest, den hat der inzwischen verstorbene Alan Rickman in seiner Rolle als Doktor, weiß ich jetzt nicht, das war dem sein Leitspruch in dieser Parodie von Star Trek. Deswegen unbedingt Galaxy Quest anschauen. Da soll sogar irgendwann demnächst noch eine Fernsehserie kommen. Wird bestimmt sehr, sehr cool. Hast du jemals mit eurem Erfolg bei YouTube gerechnet? Nein. Gibt es in dieses Jahr Kooperationen mit anderen großen YouTubern? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir sind ja für alles offen. Die anderen YouTuber müssen halt dann auch für alles offen sein. Wir gehören jetzt nicht zu den YouTubern da draußen, die sich mit, sagen wir mal, sehr aggressiver Social Media Präsenz bei anderen Kanälen groß anbiedern wollen und auch das eigentlich von uns aus heraus nicht machen. Insofern gehören da immer zwei dazu und wenn man, wir sind jetzt nicht so Bittsteller, die große YouTuber ständig so, und hier verlinkt und hier nochmal den Tweet und mit reingehängt und so. Deswegen schauen wir mal. Also wir machen ja gern alles mit allen zusammen, aber wir werden nicht angekrochen kommen. So, wollen wir Uncharted 4 Let's Playen? Ist noch nicht ganz entschieden. Der Fritz spielt es ja auf seinem Kanal. Ich glaube, Martin auf seinem Solo-Kanal inzwischen auch. Ich würde es gerne mit Michi spielen, weil wir die ersten Teile schon gespielt haben. Hängt ein bisschen von Michi ab, ob der denn, wenn er aus seinem Urlaub wieder zurück ist, Bock hat, dann noch Uncharted 4 zu machen. Ich kenne es dann allerdings schon, weil ich es gerade schon privat spiele. Ich glaube allerdings, das würde in dem Ganzen keinen Abbruch tun. Deswegen, wenn Michi Bock hat, dann sehr, sehr gern. Wie ist mein Handicap? Nicht erwähnenswert, da ich auch keine Zeit habe, groß golfen zu gehen. Ich bin knapp unter der Stammvorgabe, also es ist sehr, sehr dürftig. Hast du überhaupt noch Lust, privat PC-Games zu zocken? Ja, allerdings habe ich dafür momentan nicht mehr so viel Zeit und muss mir deswegen sehr genau aussuchen, was ich spiele. Große Sachen, die Spaß machen, wie Pillars of Eternity, was ich immer so nebenbei noch ein bisschen spiele, die sind ein bisschen sinnlos geworden, weil man da jedes Mal wieder rauskommt, wenn man mal angefangen hat. Ich freue mich allerdings sehr drauf, demnächst Doom auf dem PC zu spielen, weil das ist so ein 20 Minuten pro Tag Spiel, wo man sich ein bisschen durchballert. Und das Ganze recht klassisch und so, da freue ich mich drauf. Spielen wir dann nochmal Uncharted 3? Weiß ich auch nicht, hängt im Prinzip auch von Michi ab, wegen mir, ja. Lieblingsfilme, puh, schwer zu sagen. Ich mag Wonder Boys sehr gern, sage ich immer, wenn den kaum einer kennt irgendwie. Ansonsten mag ich die Kubrick-Filme sehr, sehr gerne. Mal kurz ins Regal schauen. Bin ja nicht so der DVD-Sammler. Ja, Eis am Stiel, würde ich sagen, ist das Beste überhaupt. Helfen euch die Werbeeinnahmen von YouTube dabei, das Projekt am Laufen zu halten, oder ist das aufgeteilt gar nicht so viel, dass es euch was bringt? Ja, es hilft uns natürlich. Es war schon wesentlich mehr vor vielen, vielen Monaten. Da hatten wir allerdings auch noch einen höheren Output. Ist ein angenehmer Nebenverdienst, aber keiner von uns könnte damit irgendwie leben, beziehungsweise es ist jetzt, wenn man es mal auf die Arbeitszeit runterrechnen würde, dann weiß ich gar nicht, ob das inzwischen in Deutschland sogar illegal wäre, für das Geld zu arbeiten. Aber naja, so ist es eben. Vielleicht finden sich ja auch noch irgendwann mal andere Möglichkeiten für das, was wir machen, ein bisschen mehr Geld einzunehmen. Ihr habt ja schon gemerkt, wir machen inzwischen auch schon mehr promoted Let's Plays. Hat jetzt nicht viel damit zu tun, dass wir so geldgeil sind, aber wir denken halt, wenn uns jemand dafür bezahlen will, dass wir was Let's Playen und dessen Projekt ist, das wir sowieso gemacht hätten oder das uns persönlich auch interessiert, dann warum nicht? Und wir sagen es euch ja auch jedes Mal, wenn wir irgendwie promoted Let's Plays machen. Spielt ihr nochmal Alan Wake? Nein, denn wir haben es schon gespielt und einmal reicht dann auch. Welches Game würdest du gerne auf GameTube machen, wofür jedoch die Zeit fehlt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich wollte immer mal Ultima 7 machen, weil es ein absolutes Rollenspiel-Meisterwerk ist. Ist inzwischen jetzt aber auch schon 24 Jahre alt und ich wollte es damals mit Jochen Gebauer zusammen machen, den auch schon viele kennen hier aus dem Auf ein Bier-Podcast. Leider kam da Jochens Kündigung damals ein bisschen dazwischen und der ist halt der absolute Experte für das Spiel. Ansonsten werden wir demnächst vielleicht mal ein bisschen mehr in Richtung Retro machen. Wir haben es ja schon tausendmal versprochen. TIE Fighter steht an oder mal ein bisschen ältere Sachen. Schauen wir mal spontan von den aktuellen Sachen. Weiß ich jetzt gerade nichts, weil die meisten großen Spiele, die dauern einfach zu lange. Das lohnt sich nicht richtig. Und die kurzen Sachen, da habe ich jetzt schon lange keins mehr gesehen, was mich extrem fuchst. Aber wenn mal wieder mir eins über den Tisch kommt, dann werden wir das auch gerne spielen.
Spielt ihr nochmals Länder? Vielleicht. Interstate 76 ist ein tolles Spiel, hat aber, glaube ich, der Fritz schon gezeigt in seinem Kanal und niemand kennt sich besser mit Interstate 76 aus wie der Fritz, deswegen empfehle ich dringend, das bei ihm anzuschauen. Mir ist es, glaube ich, inzwischen zu alt, also ich kann mich da, glaube ich, nicht mehr so reindenken. Kann ich mal auf Bayerisch schmatzen? Ja. Day of the Tentacle, ja, da habe ich inzwischen die Remastered-Version auf der Platte. Auch da wird sich erst zeigen müssen, ob da jemand anders Lust drauf hat, mitzuspielen. Ocarina of Time sehe ich eher nicht, weil es zu lang ist und zu alt und ich glaube, das ist ein bisschen zäh zum Zuschauen. Wollen wir mal wieder was mit Pete's Meet machen? Mit Pete machen wir immer was gerne zusammen, warten nur drauf, also muss sich halt melden, der Pete, und dann machen wir auch gerne was mit dem. Mal sehen. Werdet ihr Outlast 2 spielen? Da kann ich mit 99%iger Sicherheit sagen, ja. Es steht nur noch nicht fest, wer. Ich tippe mal auf Michi und Fritz, denn die haben ja das erste schon gespielt, oder waren es Martin und Fritz? Ich weiß nicht mehr genau. Da freuen wir uns alle ziemlich drauf. Vielleicht ist das auch wieder so ein Spiel, wo man einfach mal zwei Durchgänge machen kann, weil ich persönlich bin auch sehr gespannt drauf und ich kenne das erste noch nicht mal. Füße statt Hände oder Hände statt Füße? Ich weiß nicht, welche Probleme du hast, aber ich stelle mir die Frage nicht so oft. Macht ihr nochmal Minecraft? Vielleicht. Kommst du mit deiner Band auch mal nach Erfurt? Vielleicht. Spielt ihr nochmal Talos weiter? Vielleicht. Ghost Recon Wildlands? Ja, das könnte sehr, sehr cool werden zu viert. Ist mal geplant, nur muss es dazu natürlich erstmal erscheinen und wir müssen dann schauen, wie groß das ist und wie, ob es eine coole Koop-Kampagne hat, aber kann schon sein. Was ist dein Lieblingsessen? Ich esse sehr gerne Indisch oder ich esse allgemein gern irgendwie Hühnchen mit scharfer Soße und so. Oder so orientalisches Zeug, also Hummus und solche Sachen. Wie sieht es mit Allison Road aus? Ja, habe ich schon von gehört. Das ist dieses neue PT, also das, was so sein soll, wie Silent Hills bzw. PT werden sollte. Ich glaube immer noch ein bisschen, dass sie einen sehr antricksen mit dieser Optik, dass es ja, das sieht genauso aus und das wird das, was ihr immer haben wolltet. Mal sehen, wie es denn wird, wenn es rauskommt. Also wenn es ein Scheiß ist, dann braucht man es auch nicht spielen. Wenn es geil ist, dann bestimmt. Kommst du mit deiner Band mal nach Augsburg? Sehr, sehr gern. Termin gibt es noch nicht, aber ist jetzt auch nicht so weit weg. Kann schon sein, dass wir da demnächst mal vorbeikommen. Hey Daniel, was ist dein Lieblingsspiel? Habe ich wahrscheinlich auch schon tausendmal erzählt. Absoluter Klassiker. Ultima Underworld von 1992. Immer wieder super. Natürlich gab es in den letzten 25 Jahren so viele Spiele, die richtig cool waren, aber das ist mir irgendwie immer sehr im Gedächtnis geblieben. Es gab eine Zeit, da habe ich das irgendwie Weihnachten nachmittags immer installiert, während ich aufs Christkind gewartet habe und das da nochmal die ersten zwei Level gespielt und so. Es war eine schöne Zeit. Alternative Enden von GTA 5, any chance? Puh, ich würde mal sagen, nein. Habt ihr schon mal über Auflösung von GameCube nachgedacht? Puh, man denkt über vieles nach, aber momentan macht das einfach alles noch zu viel Spaß. Wieso sollten wir uns auflösen? Also, sowas bekommen wir wahrscheinlich nicht mehr im Leben, deswegen sollten wir das bis auf Weiteres beibehalten, solange noch Leute zuschauen und solange sich das noch irgendwie rentiert, kann man es gerne machen. Danke für den Ohrwurm, come on, gern geschehen. Hat sehr viel Spaß gemacht, den Song zu schreiben und uns gefällt er auch immer noch sehr, sehr gut. Was ist deine Lieblingssportart? Schwer zu sagen. Ich schaue ganz gern Fußball, spiele ganz gern Golf. Jo. Keine Ahnung. Welche Gitarre und Verstärker spielst du? Ich spiele meine erste E-Gitarre, das ist eine mexikanische Fender Stratocaster von. Wann habe ich die gekauft? 1995. Die spiele ich immer noch, die rote. Hat aber inzwischen neue Tonabnehmer. Und die kann im Prinzip alles, was ich brauche. Und spielen tue ich über einen Fender Twin Amp, mit dem ich auch sehr, sehr glücklich bin. Und habe mir letztes Jahr noch als Ersatz eine Gibson Les Paul gekauft für ein bisschen bluesigere Sachen und so. Und ja, bin sehr glücklich mit der Kombination. Was hältst du von Axel Rudi Pell? Sagt mir nichts. Mach dir eine LucasArts Retrospektive. Würde mich wundern. Lieblingswaffe in Postal, keine Ahnung, habe ich nie gespielt. Uncharted 4 Let's Play, ja, wie gesagt, welche Fremdsprachen, wie gesagt, ja, hängt von Michi ab, wann und wie. Welche Fremdsprachen sprichst du außer Englisch? Alle. Findest du den Transfer von Hummels nach München gut? Ist mir persönlich relativ egal. Nachdem der früher bei München war, finde ich es jetzt nicht schlimm, dass der wieder zurückkehrt. Ich finde es ein bisschen geil, dass jetzt wieder die komplette schwarz-gelbe Wand austickt und Judas und so weiter, wie es immer ist, wenn irgendein anderer Verein, beziehungsweise die Bayern, wenn die einen Spieler von Dortmund wegkaufen. Naja, der wird schon wissen, was er macht und solange Cathy Fischer glücklich ist, bin ich das auch.
Was war dein lustigstes Let's Play? Schwer zu sagen. Ich glaube, Super Mario 3D World. Da gab es diese eine Stage mit der. Ich bin doch gar keine Katze am Ende. Das ist schon krass. Wird das System Shock Remake gespielt, wenn es fertig ist? Ich tippe mal auf Nein. Wir werden es uns wahrscheinlich anschauen. Aber das Original war schon sehr, sehr sperrig. Ich bin immer noch nicht ganz. Verstehe immer noch nicht ganz, warum ausgerechnet das erste geremaked wurde und nicht das zweite, aber sie werden sich schon was dabei denken. Ja. Schaut ihr mit Gorilla Rodeo mal in Würzburg vorbei? Da war ein Konzert im Dezember angedacht, aber irgendwie wurde da jetzt doch nichts draus. Schauen wir mal. Also von uns aus gerne. Hängt wie immer vom Veranstalter ab. Wirst du Underworld Ascendant zocken? Ja. Seid ihr Vorband zum Berliner Rammstein-Konzert? Ich hoffe doch. Wir wurden allerdings noch nicht angerufen. Ich rechne allerdings täglich mit der Meldung. Ich muss mal kurz mein Handy ausmachen, weil sonst gibt es hier Störgeräusche. Was sagst du zu Episode 7? Ja, freue mich eher auf Rogue One oder Episode 8. Ich fand Episode 7 war zu nah an Episode 4 dran und vielleicht lag es auch an der Synchro. Ich fand ihn jetzt schauspielerisch, zumindest von einigen Charakteren, nicht so überzeugend. Effekte schön, Flair war da, aber ich mag nicht bei so einem Film ständig im Kino hocken und mir denken so, das ist jetzt aber. Und das war bei Star Wars so und das kann ich dann auch nicht ignorieren, leider. Gefallen dir die Halo-Soundtracks? Ja, mei. Würde ich mir jetzt nicht so anhören, aber kann man machen. Was haltet ihr von Factorio? Könnt ihr ein Let's Play davon machen? Martin hat ein Let's Play zu Factorio bei sich im Kanal. Mich persönlich interessiert es nicht besonders. Ich habe es mir allerdings auch noch nicht angeschaut, also weiß ich nicht, aber ich. Ja, nee. Muss nicht sein. Wie geht ihr mit Hatern um, die euch persönlich angreifen? Haben wir, beziehungsweise ich, kaum. Also, es gibt immer ein paar Daumen-Runtergeber bei YouTube, aber es ist ganz normal. Aber ich bin in Kommentaren oder bei YouTube direkt persönlich noch nie angegriffen worden, glaube ich. Und wenn, dann nie so, dass es mich irgendwie tangiert hätte oder dass ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, da ist einer auf Streit aus, sondern. Das war, wenn dann nur so ein bisschen Gepöbel und das ignoriert man dann. Ich meine, wenn Leute nichts Besseres zu tun haben, als Menschen, die sie nicht kennen, im Internet anzuhaten, dann ist es eher deren Problem als meins. Insofern, bitteschön. Also, hatet ruhig, ja, wenn es euch glücklich macht. Wie geht ihr damit um, dass ihr keine Hater habt? Gibt Schlimmeres, glaube ich. Soll ich üben oder dir zuhören? Der Flo. Üb lieber, damit du dich das nächste Mal nicht wieder blamierst auf der Bühne. Und denk dir vor allem endlich mal Zeug für den Swing aus. Das. Ne? Was ist mit Jenny Elvers? Ja, das wüsstet ihr jetzt gern. Hast du Songwriter-mäßig dein Idol? Schwierig. Gibt viele gute Songwriter. Spontan fällt mir Tom Waits ein, der schon sehr, sehr viel richtig macht oder kann. Und da. Den Output hätte ich ganz gerne mal, sowohl was Ideenreichtum als auch klassisches Songwriting angeht, aber man kann ja nicht alles haben. Werdet ihr auch das Batman Telltale-Spiel spielen? Gut möglich. Mit welchem VIP würdest du gerne mal ein Let's Play machen? Sehr gerne mal mit Florian Kögler, dem Trompeter von Gorilla Rodeo. Der ist spielemäßig vollkommen unfähig, an der Trompete eigentlich auch, aber er hält sich für einen sehr, sehr wichtigen Menschen und deswegen. Würde es mich sehr freuen, mal ein bisschen Zeit mit dem zu verbringen. Vielleicht kriege ich auch ein Autogramm. Wann bist du fertig? Ich will mit Fritz spielen, sagt der Dubber. Okay, ja, dann schalt halt ab und spiel mit dem Fritz Herrschaftszeiten. Du weißt doch eh alles über mich. So, kommen die Rodeo-Gorillas mal wieder in den Osten? Sehr gern, vielleicht schon im Herbst. Im Osten spielen macht immer extrem viel Spaß, wo die Leute. Im Gegensatz zu manch anderen Städten in Bayern sehr, sehr tanzwütig sind und das kommt uns natürlich entgegen. Hat DiCaprio den Oscar für The Revenant verdient oder doch eher Michael Fassbender? Keine Ahnung, habe beide nicht gesehen in ihren aktuellen Filmen. Was ist das für Lärm bei dir? Ich weiß nicht, hört man das? Das sind die Kinder draußen im Hof. Lieblingsmap bei Gangbeasts, weiß ich nicht. Lieblingskuchen? Keine Ahnung. Schokoladenkuchen. GameTube auf Twitch, ja. Eines Tages vielleicht mal. Hat keine Prio momentan. Teile von GameTube gibt es ja bei Twitch, nämlich bei German Dota ist allerdings nur Martin und Dota, also man muss die Kombi schon mögen. Ne?
Und jetzt kommen keine Fragen mehr. War's das? Sind wir durch? Nee. Hättet ihr Bock auf Chat-Duell, wenn es wieder läuft? Ja, ich habe selber noch nicht gesehen. Soll aber sehr lustig sein. Wäre gern dabei. Ah, schönen Gruß an Dave Durden. Auch ein ganz toller Typ mit einem ganz tollen YouTube-Kanal. Ich weiß den Namen gerade nicht, aber den kann Dave ja vielleicht hier nochmal in die Kommentare reinschreiben. Kann man nur empfehlen. Wird man jemanden von euch auch mal bei Auf ein Bier der Games Podcast als Gast hören? Mein Tipp, nein, weil die zwei das normalerweise unter sich ausmachen. Und wichtig genug für irgendwelche Fremdmeinungen sind wir dazu nicht. Aber André oder Jochen können gerne mal anklopfen, wenn wir doch irgendwas wissen, was die nicht wissen, falls es denn sowas gibt. Mein Lieblingslied von Johnny Cash, weiß ich nicht. Gibt zu viele. Wie kamst du zum Singen? Das war ein ganz komischer Zufall. In meiner ersten Band, die ich gespielt habe, war ich eigentlich nur Keyboarder oder Gitarrist, keine Ahnung. Und dann haben wir eine Punk-Nummer gespielt, der deutschen Punk-Rock-Band Wieso. Und unser damaliger Sänger hat das nicht so ganz hingekriegt, weswegen ich ein bisschen wütend geworden bin und mich dann selber mal ins Mikro gestellt habe. Und dann stellt er sich raus, so schlecht ist das gar nicht, was ich da mache. Und so ging das alles los. Ich war in der dritten Klasse mal im Chor, habe mich da aber auch jetzt nicht besonders hervorgetan und das kam dann eigentlich erst darüber. Hat jetzt also nichts mit irgendwie Ausbildung oder so zu tun, sondern ja, kam einfach so. Wenn Gorilla Rodeo in Berlin ist, schafft ihr es dann auch wieder nach Hamburg. Von mir aus, ja, wie immer gerne. Wie gesagt, wir brauchen nur Veranstalter, die uns buchen und dann kommen wir überall hin. Kein Gerede, nein. Das Lied von Wieso war Hey Thomas tatsächlich. Toller Song. Schreibt Thomas Palkowitz. Hey Thomas. Worauf freust du dich bei der E3? Ich freue mich drauf, dass ich irgendwie Spiele zu sehen kriege, die ich jetzt noch nicht kenne. Und die ganzen Überraschungen, was denn so kommt. Also es gibt bestimmt ein paar sehr coole Sachen, die neu gezeigt werden. Und ja, schauen wir mal. Wie lange spielst du schon in Bands? Ich glaube seit 20 Jahren ungefähr. Die erste Band war 1996. Die muss man aber nicht gehört haben. Das war eher schlecht. Wann kommen weitere Solo-Let's Plays von dir? Weiß ich nicht, denn ich habe eigentlich noch kein richtiges Solo-Let's Play gemacht. Ich habe nur ein bisschen VR gezeigt und Mirror's Edge mal die Beta. Schauen wir mal, ne? Wie war dein Tag? Der war eigentlich ganz gut. Arbeit hat heute sehr viel Spaß gemacht und dann habe ich noch spektakulär im Supermarkt eingekauft. Und zu Abend gegessen. Wahnsinn. Deine Gedanken zu den neuen Pokémon-Startern? Keine. Ich habe noch nie, nicht eine Sekunde ein Pokémon-Spiel gespielt und jetzt ist es auch zu spät. Kommt ja auch mal nach Bayreuth. Wie gesagt, wenn es nach uns geht, ja, ich bräuchte so Tafeln, wo immer draufsteht, ja, nein. Genau hier, Dave schreibt, Let's Plays gibt's bei Dave Durden TV, Musik, Reviews, Dave Durden Music und humorvoller Deutschunterricht für alle Welt. Vlog Dave Official bei YouTube unbedingt anschauen. Dave ist super. Sind alle GameTube-Jungs vergeben? Das ist ein Geheimnis, das ich jetzt nicht verraten werde. Soll ja auch spannend bleiben. Kommt ihr mal nach Zürich? Ja. Werdet ihr Doom Let's Playen? Vielleicht nicht komplett, beziehungsweise nicht zusammen, aber momentan ist der Plan, dass wir uns zumindest die erste Stunde mal gemeinsam anschauen. Mal sehen, wann wir eine Version bekommen und wie das dann ablaufen wird. Was war deine erste selbst gekaufte CD? Das war die Scheibe Versus von Pearl Jam 1993. Tolle Platte. Wie stehst du zu Animes? Interessiert mich nicht im geringsten. Ich habe vielleicht zwei Ghibli-Filme in meinem Leben gesehen, noch keine Anime-Serie und ich vermisse nichts. Wie groß sind die Clubs, in denen ihr sonst so spielt? So, ja, so zwischen 50 und 200 Gäste circa. Was hältst du von Jan Böhmermann? Der ist. Ah, das ist schwierig. Ich halte ihn nicht für den besten Satiriker der Welt und mich nervt es, dass er von den meisten Menschen inzwischen dafür gehalten wird. Ich halte ihn trotzdem für noch das Beste an Satire, was im Fernsehen so läuft und das sagt eher was über den Satirezustand in Deutschland aus, als über die massiven Qualitäten von Jan Böhmermann. Insofern, ich glaube, es ginge auch noch besser. Ich glaube, ich finde es nur schade, dass es nicht gemacht wird. Sorry, Jan. Ich mag dich trotzdem.
Würdest du jemanden, der Akte X liebt, Twin Peaks uneingeschränkt empfehlen? Ich würde jedem Menschen Twin Peaks eingeschränkt empfehlen, nämlich nur die erste Staffel, die zweite, wie gesagt, eingeschränkt, die erste uneingeschränkt, hat nichts mit Akte X zu tun. Hat es dir in der großen Welt in Hannover gefallen? Jawohl, sehr. Was hältst du von Heavy Metal? Verstehe ich nicht so richtig, aber die meisten Metal-Fans sind sehr, sehr nette Menschen und es macht immer mal wieder eine Menge Spaß, aber ich werde es meinen Lebtag nicht verstehen, wie da das Songwriting funktioniert oder warum man sich zum Beispiel nur Metal anhört, wo man doch so viel dabei verpasst. Genau. Ja, jetzt wird es langsam. Jetzt sind wir eine halbe Stunde on air. 445 Leute. Danke übrigens, dass ihr so zahlreich zuschaut. Ich hoffe, euch macht das hier auch Spaß. Ich habe sehr viel Spaß. Ob ich Akte X mag? Das ist schon so lange her. Ich fand es damals ganz okay. Würde mir jetzt dann nicht irgendwie die Staffeln nochmal reinziehen. Hattest du mal eine Gothic-Phase? Gothic im Sinne von die Spiele oder die Musik? Zu den Spielen ja, ich habe das erste sehr gern, das zweite auch sehr gern gespielt, danach keins mehr richtig, außer ein bisschen Risen 1. Musikalisch gab es vielleicht vor 20 Jahren mal eine Phase, wo ich Musik, die man als Gothic bezeichnen könnte, teilweise ganz gern gehört habe, aber ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, mich entsprechend zu kleiden, mich mit solchen Leuten zu umgeben oder mich irgendwie da mit der ganzen Sache gemein zu machen, das fand ich immer ein bisschen albern. Ja. Was ist deine Lieblings-TV-Serie? Oh, das ist schwierig. Ich habe zuletzt Breaking Bad das erste Mal gesehen, fand ich ziemlich gut. Ich mag Game of Thrones sehr gern. Ich mochte Six Feet Under damals sehr gern, Twin Peaks sehr gern, The Killing und eine schrecklich nette Familie. Lieblingsfilm habe ich schon gesagt. Katzen, Hunde oder andere, beziehungsweise keine Haustiere. Im Zweifel eher Katzen. Ich habe allerdings keine. Kommt wieder ein Weihnachts-Silvester-Special von mir aus? Ja, ist allerdings eine ganz schön aufwendige Geschichte, das zu planen, umzusetzen. Und ist auch ein bisschen teuer und man muss natürlich auch Ideen haben, die es dann wert sind. Vielleicht haben wir uns da in den letzten Jahren ein bisschen zu wenig Mühe gegeben. Ich habe immer das Gefühl, dass ihr erwartet, ja, macht doch einfach das Silvester-Special von damals nochmal, es muss wieder Peggle gespielt werden und so weiter. Und wenn ich eins auf keinen Fall machen will, dann zweimal den gleichen Gag. So, also auch das ist wieder mit dieses, wenn immer so viel DayZ gefordert wird, dann wollen immer alle eigentlich nur nochmal die eine Folge mit den Nudeln im Auto. Nicht nur, dass man das einmal sagt, sondern dass am besten das nochmal genau so passiert. Und da, das geht nicht. Also. Wenn wir nochmal ein Silvester-Special oder Weihnachts-Special machen, dann muss das auf komplett neuen Ideen basieren, sonst hat das alles keinen Zweck. Welches Horrorspiel wirst du als nächstes mit Martin Let's Playen? Weiß ich nicht, aber wir haben immer noch eigentlich diese Alien Isolation DLCs offen. Vielleicht ist ja das nächste, was wir machen. Wann kommt The Walking Dead? Mich schon. Gucken wir mal. Vielleicht vor der nächsten Staffel mal, aber ist noch nicht wirklich konkret geplant. Mein Lieblingssong von Gorilla Rodeo, kann ich dir nicht sagen, das ändert sich bei jeder Probe und bei jedem Konzert. Was ist denn dein Lieblingssong von Gorilla Rodeo? Ist eher die Frage. Oder euer Lieblingssong? Also, das wäre echt mal interessant. So, ich sehe ja bei Spotify und so immer, welche Songs von uns am meisten gekauft werden oder am meisten gehört werden, aber da steht natürlich nicht dabei, warum. Deswegen mal die Frage an euch raus. Das könnt ihr auch. Ja, schreibt. Nee. Was hört ihr denn von uns am liebsten und vor allem wieso? Und was nicht und wieso nicht? Das wäre mal interessant. Mit welchem Programm bearbeitet ihr eure Let's Plays? Wir nutzen den OBS, Open Broadcaster, für diese Streams momentan. Also wenn wir irgendwie Videokonferenz machen, nutzen TeamSpeak für den Chat. Und wenn wir aufnehmen, haben wir immer Ableton Live benutzt für die Soundspur. Oder wir machen es gleich über den OBS oder über die Elgato Software direkt. Oder mit der Magix Schnitt Software kleben wir die Sachen immer zusammen. Guck mal hinter dich, sagt einer. Ich weiß nicht, stehst du hinter mir? Nee, außer du bist ja sehr klein. Wie alt bist du? Ich bin 36, schon leider, fühle mich allerdings nicht so alt. Werde im August 37. Kommen neue Vive-Videos? Ja. Genau, so, jetzt kommen die ganzen Songvorschläge, beziehungsweise was euch dann von den Songs am besten gefällt. Für alle, die nicht wissen, wovon hier die Rede ist, lege ich die
Band euch mal sehr ans Herz, Gorilla Rodeo, auch hier bei Facebook und bei Twitter und bei Google findet ihr unsere Homepage und bei Spotify. Also hört es euch mal an, wenn es euch gefällt, sagt es weiter. Sind solche Live-Talks jetzt öfter geplant oder ist das nur einmalig? Das war jetzt nur mal ein Experiment, weil wir jetzt in der Arbeit bei GameStar ein paar ganz gute Erfahrungen mit Facebook Live gemacht haben. Ich finde es recht easy zu bedienen. Wir haben jetzt immer noch keinen Twitch-Kanal, deswegen haben wir uns mal gedacht, warum nicht mal die Community direkt ansprechen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Das ist jetzt hier mal ein Experiment. Ich habe sehr viel Spaß dabei, würde den anderen Jungs auch nahelegen, sowas mal zu machen. Denn ihr habt bestimmt Fragen an die und die haben bestimmt viele Antworten an euch. Und wenn euch das Spaß macht, dann könnt ihr uns auch gerne anschreiben und sagen, hey Leute, macht doch mal mehr sowas. Und dann machen wir das auch gerne. Werden wir Valiant Hearts The Great War spielen? Nö, nicht mehr. Und so toll finde ich es jetzt auch nicht. Das Interview, wo ich am aufgeregtesten war, das war, glaube ich, als ich der Interviewer war und ich Warren Spector interviewt habe für die GamePro damals zum Spiel Epic Mickey 2 oder was ist 1, weiß ich nicht mehr, weil Warren Spector für mich einer der größten Spieleentwickler-Legenden bzw. Producer-Legenden überhaupt ist und ich war sehr aufgeregt, den mal persönlich kennenzulernen und mit dem mal ein bisschen zu quatschen. Ist eine neue GameCube-Klassenfahrt geplant? Ja, es sind. Gibt Vorschläge, wo wir mal wieder hinfahren könnten. Entschieden ist noch nichts, aber kann schon gut sein, dass wir das demnächst mal machen. Ihr könnt ja mal vorschlagen, wo wir hinfahren sollen. Also der erste Artikel, den ich für die GameStar geschrieben habe, weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Das war wenn dann für die GamePro wahrscheinlich und ist echt schon lange her. Keine Ahnung. Die Geschichte hinter die Frau hinter dem Fenster, ja, das ist unser verschollener Song, den wir nie wirklich aufgenommen haben. Da geht es um das Sterben der Altstadtkinos in Ingolstadt. Da gab es im Stadtzentrum ein paar Kinos, die jeder Ingolstädter unter oder sag ich mal, unter 50 kennt und jeder hat, oder sag ich mal, zwischen 20 und 50 kennt, weil jeder da seine komplette Jugend ins Kino gegangen ist und die Betreiberfamilie, die konnte das irgendwann nicht mehr halten und dann wurden die zugesperrt zugunsten eines Multiplex- Kinos im Outback von Ingolstadt und das hatten wir alle sehr, sehr schade. Und davon handelt der Song. Meine Meinung zu tiefen Flugsimulationen muss ja ziemlich cool sein, diese ganzen neuen Sachen. Ich habe selber seit 20 Jahren keine mehr gespielt. Ja. Viele Franz, jetzt spiel endlich mit dem Fritz. Herrschaftszeiten. Das ist nämlich zum Beispiel so ein YouTuber, der hängt sich immer an die größeren Kanäle dran, so. So einen mickrigen YouTube-Kanal und dann immer, wenn wir irgendwas machen, dann so, ah, hier bin ich, oh, hier Firlefanz, LP, mal abonnieren. Welche Länder, Kontinente hast du schon besucht und wo war es am besten? Ich war noch nicht in Nordamerika, da würde ich gerne mal hin. Ansonsten war ich Kontinent, ja, wo war ich denn noch nicht? In Afrika so richtig war ich auch noch nicht. Ich würde gerne mal nach Südamerika länger, ich würde auch gerne mal nach Neuseeland länger und nach Kanada. Schon PlayStation VR probiert, gefällt's? Ja, probiert und ja, gefällt. Ist halt ein bisschen matschiger als die anderen VR-Systeme, aber wesentlich bequemer und funktioniert einfach. Setzt er auf und cool ist. Ein Interview mit dem Vlog Dave Kanal oder das Bayerische, da bin ich glaube ich nicht Bayer genug, können wir mal gerne privat besprechen. Habe ich eine Affinität zu progressiver Musik, Porcupine Tree, Jethro Tull, ich kenne glaube ich, was Prog angeht, hauptsächlich Pink Floyd und weiß von den anderen nur, dass das ganz cool sein soll, habe aber nicht wirklich was im Ohr. Starset ist ein Let's Play, wenn es einigermaßen was zu machen gibt, denke ich schon. Und wenn ich da nicht dabei bin, dann kann ich mir vorstellen, dass vor allem der Fritz, der da großer Fan ist, euch das noch ins Detail, im Detail vorstellen wird. Welche Fächer mochte ich in der Schule? Sprachen, Wissenschaftliches oder Kreatives? Im Prinzip alles, solange es nicht zu sehr ins Detail ging. Also Sprachen so lange, bis Französisch kam. Naturwissenschaften, bis ich gemerkt habe, dass es da um Mathematik geht und kreatives alles außer Handarbeit. Wo genau komme ich aus Ingolstadt her? Das wird jetzt vielen nichts sagen, aber ich bin aufgewachsen in Spitalhof, das ist im Süden, bin dann umgezogen mit 6 Jahren ins Zentrum oder nördlich des Zentrums und ja, da bin ich quasi groß geworden. Hast du Tom Waits mal live gesehen? Nein,
Ist aber auch so schwierig, weil der kommt ja so selten nach Europa und wenn, dann sind die Tickets immer ruckzuck weg. Und ich bin immer nicht so der, der dann einsieht, dass er dann irgendwie 300 € für ein Ticket zahlt, um dann den einen Abend in Berlin zu sehen. Vielleicht klappt es ja noch irgendwann. Wie gefällt dir die Dark Souls-Reihe? Weiß ich nicht, ich habe noch keins gespielt. Gefällt dir Creedence Clearwater Revival? Ja, denn jeder, dem die nicht gefallen, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Ich würde sagen, wenn die Zuschauer unter 400 fallen, dann beenden wir das. Ansonsten beenden wir es um. Na, mal schauen, ein bisschen machen wir noch. Pumpspeicherkraftwerk, ja. Wird auch nicht alt, der Gag, ne? Macht ihr noch einen Doom-Test? Wir machen gar keine Tests, aber wir werden Doom bestimmt mal zeigen. Kommen neue The Culling-Videos sind derzeit nicht geplant. Baden oder Duschen, beides hat seine Vor- und Nachteile. Ach, Johannes kommt aus Friedrichshofen. Restaurant Anker kenne ich, ja. Schönen Gruß nach Friedrichshofen. Was würdest du von einem Crash Bandicoot-Reboot im Stile der alten Teile halten? Sehr, sehr viel wird es aber nicht geben. Was hältst du von Axl als AC/DC-Sänger? Ich finde es eigentlich ganz cool, dass Axl jetzt wieder da ist irgendwie und dass er wohl stimmlich einiges auf dem Kasten hat. Ich bin mir nicht sicher, ob man es den AC/DC-Fans ohnehin recht machen kann, weil drei Viertel sind der Meinung, dass Brian Johnson schon ein Fehler war. Trotzdem sind die Stadien ausverkauft, auch wenn Malcolm Young jetzt nicht mehr dabei ist. Und ob jetzt Brian Johnson oder, also, wenn ich AC/DC wäre, hätte ich es vielleicht dann eher bleiben lassen, aber das wird die Leute auch nicht umbringen, wenn sie jetzt einen anderen Rhythmusgitarristen und einen anderen Sänger haben, weil es geht ja im Prinzip um die Songs. Also, mein Gott, und Axl wird es schon ganz gut hinkriegen. Ach, siehst du mal, Rockstar Tischtennis für die Wii war mein erster Artikel. Ja, okay. Das ist eine Weile her, ja. Indiana Jones and the Fate of Atlantis oder Loom im Zweifel? Indiana Jones, obwohl mein Herz doch ein bisschen an Loom hängt, vor allem wegen dem tollen Tchaikovsky-Soundtrack. Lieblingsband bis auf Gorilla Rodeo. Weiß ich jetzt gerade nicht. Gibt zu viele. Welche Platte ist das hinter mir? Das ist Santu and the Soul Patrol. Die neue Platte Hold On, die ist großartig. Ein alter Klassenspätzle von mir, der jetzt gerade musikalisch vor allem im süddeutschen Raum steil geht. Macht genialen Soul, der aber auch sehr radiotauglich ist und handgemacht ist. Und deswegen lege ich euch das nur wärmstens ans Herz. Ganz tolle Platte. Wird mal aus GameTube eine GmbH werden? GameTube ist schon eine GmbH. Hast du ein Lieblingslied, für welches du dich heute schämst? Nein, denn ich hatte schon immer einen fehlerfreien Musikgeschmack. Kennst du das Spiel Frontschweine? Ja. Versus-Spiel? Ja. Mal sehen. Freust du dich immer, wenn neue Horrorspiele rauskommen und du sie spielen darfst? Nein. Denn Horror ist immer schwierig. Wer wird schon gern erschreckt? Wir machen das ja hauptsächlich für euch und nicht unbedingt für uns. Deswegen bin ich nie böse, wenn wir Horror nicht machen, aber ja. Was hältst du von Queen? Ja, wie kann man was gegen Queen haben? Die waren richtig super. Sie hätten vielleicht auch dann irgendwann aufhören sollen. Was hat die vom FC Ingolstadt, wenn ich im Anker zum Essen komme, sag Bescheid. Ein Bier aufs Haus der Anker in Ingolstadt am Rathausplatz oder in Friedrichshofen? Amnesia war gut, ja, aber Amnesia ist jetzt auch nicht so klassisch Horror. Habt ihr in nächster Zeit nochmal vor, neue Folgen von Lego Worlds aufzunehmen? Hätte ich ehrlich gesagt Bock drauf, weil es sehr viel Spaß gemacht hat. Ich weiß allerdings nicht, ob das Spiel sich in seinem Zustand irgendwie verändert hat oder ob da was weitergegangen ist. News dazu habe ich nicht gelesen. Deswegen, ja, mal gucken. Wenn wir mal eine bescheuerte Idee haben, dann bestimmt. Hast du überhaupt keinen Spaß an Horror Games? Doch, dann irgendwie schon, aber ich reiß mich jetzt nicht gerade drum. Dein Lieblingsspiele-Genre? Wenn man davon ausgeht, was ich am liebsten spiele oder was ich tatsächlich dann immer spiele, dann ist es wohl, sag ich mal, Open World Action Adventure, so alles, was in Richtung Assassin's Creed geht. Ja, ich spiele auch gern mein Hack and Slay Third Person Ding oder mein Erkundungsspiel. Ich kann mit allem nichts anfangen, was besonders strategisch ist. Ich hasse MOBAs und solche Sachen bis aufs Blut, weil ich da zu dumm für bin. Ich hasse alle kompetitiven Spiele, weil ich da zu schlecht für bin. Deswegen. Ja, eher sowas. Irgendwas, wo ich eine Geschichte oder eine coole Welt erleben kann. Ja. Was nicht strunzdumm ist und was nicht nur auf Mechanik geht. Freust du dich auf das neue Mafia 3? Ja, tatsächlich, weil ich glaube, das könnte echt ganz gut werden. Meine Erwartungen sind nicht sehr hoch, deswegen
Schauen wir mal. Werdet ihr die GT-Talks vielleicht auf iTunes als Podcast herausbringen? Ja, die Idee ist da. Da hapert es noch ein bisschen an der Umsetzung, beziehungsweise wir haben uns das einfach noch nicht gemacht. Die Möglichkeit gibt es. Ich glaube persönlich auch, dass wir noch ein bisschen mehr dazulernen müssen, was das gegenseitige sich nicht unterbrechen angeht. Da bin ich aber der Erste, der das dann selber verkacken wird. Aber wenn wir mal auf einem Qualitätsniveau sind, wo man sagt, okay, das könnte man auch als Podcast problemlos veröffentlichen, dann werden wir das wahrscheinlich auch tun. Was gefällt dir an der GameStar am besten? Also ich bin jetzt seit 9 Jahren bei der GamePro und der GameStar und das Tolle ist, dass es ja kaum eine Branche gibt, die so fortschrittlich ist auf irgendeine Art oder so einen schnellen Fortschritt hat wie die Spielebranche. Wenn man sich anschaut, was für Spiele vor 9 Jahren erschienen sind, als ich damals angefangen habe und wie die Spiele jetzt aussehen, dann ist es schon geil, wenn man irgendwo arbeitet, wo man quasi ständig mit was Neuem und irgendeinem Fortschritt konfrontiert ist. Außerdem ist es was, was vom Kern des Sujets, wie der Angeber sagen würde, immer was mit Spaß zu tun hat, weil Spiele Dinge sind, die Leute machen, weil sie sie gern machen oder damit man irgendwie unterhalten wird. Insofern ist das vom Prinzip immer schon sehr, sehr spaßig. Außerdem habe ich super Kollegen und die ganze Branche entwickelt sich natürlich weiter. Vor 9 Jahren, da wurden hauptsächlich irgendwelche Hefte gemacht und so die Webseiten waren so ein bisschen was, was nebenbei noch so mitproduziert worden ist. Das ist inzwischen eher andersrum. Und was sich da getan hat in den letzten Jahren, auch jetzt mit YouTube und Facebook und diese ganzen Neuerungen, das bedeutet schon, dass es nicht langweilig wird und deswegen bin ich da immer noch nach wie vor gerne dabei. Dein Lieblingsfilm von Jim Jarmusch, das ist schwierig. Ich mochte Down by Law ganz gern. Night on Earth und ich kenne, glaube ich, insgesamt ein bisschen zu wenig. Johannes, okay, ich kenne den Anker jetzt. Ich schau mal vorbei und dann trinkt mal Bier miteinander. Left 4 Dead wäre für GameTube versus. Schwierig, da bin ich halt auch viel zu schlecht. Da müsste man mal Michi fragen. Hast du mal Lust, Parkitect zu spielen? Ist jetzt nicht mein Genre, ist glaube ich eher Martins Ding, müsste man den mal fragen. Schon Uncharted 4 gezockt? Ja, wenn ja, wie findest du es? Ziemlich super, ist aber halt ein Uncharted. Habt ihr da noch vor, die GT-Talks länger als 30 Minuten zu machen? Ich würde sagen, ja. Wie wäre es, wenn du mal Hörspiele synchronisierst? Von mir aus ja, aber ich glaube immer noch, dass ihr mich da ein bisschen überschätzt, weil ich schauspielerisch mit der Stimme nicht so viel drauf habe. Ja, ist jetzt nicht oben in der Priorität. Wie stehst du zu David Lynch-Filmen? Ich bin der größte David Lynch-Fan der Welt. Ich fand allerdings Inland Empire einen Fehlschuss. Mal sehen, wie die neue Twin Peaks-Serie ist. Der Lieblingsfilm von Kubrick. Ganz schwierig. Hängt immer davon ab, wie man so drauf ist und wie viel Sekundärliteratur man dazu hat. Ich finde Barry Lyndon einen, der sehr unterschätzt ist, weil die meisten Leute den gar nicht kennen und der ist rein kameratechnisch und allgemein einer, den man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte, bevor man sich dann zum 20. Mal The Shining anschaut. Ja, Eva, das weiß ich leider auch nicht. Hast du schon mal von Virtuix Omni gehört? Nein. Könntet ihr euch grundsätzlich vorstellen, auch mal ab und zu komplette Let's Plays zu zeigen zu älteren Spielen, sowas wie Metal Gear Solid 1 für die PS1. Grundsätzlich ist alles vorstellbar, aber das wird wahrscheinlich immer unter die Kategorie in der Zeit, wo wir Metal Gear 1 für die PS1 komplett Let's Playen, dann nehmen wir drei andere Sachen auf, die euch und uns mehr interessieren. Battlefield Fragezeichen. Da bitte ich dann um eine bisschen konkretere Frage. Genau. Kolumne heute auf der GameStar erschienen zum Thema Battlefield 1. Vielleicht hilft ja die ja schon weiter. Kommen noch mehr Uncharted-Teile? Weiß ich nicht. Kann ich mir aber schon vorstellen. Dann nicht mehr von Naughty Dog, aber es gibt ja genug Teams, die das auch vielleicht nicht auf dem Niveau, aber ganz gut hinkriegen dürften. Gibt es einen GT-Talk zu Battlefield 1 bzw. zu Kriegen in Spielen? Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Müssen schauen, wann wir die Leute wieder zusammenkriegen und ob Battlefield dann noch Thema ist, aber das ist ja an sich schon ganz interessant. Ghostbusters Let's Play von dem Film. Das Ghostbusters-Spiel für die 360 war damals ziemlich cool. Puh, ist aber wahrscheinlich auch zu alt und zu uninteressant, um das jetzt nochmal aufzugreifen. Zumal es ja mit dem Film gar nichts zu tun hat. Spielt ihr auf der Kieler Woche? Nein. Könnt ihr zur EM ein paar FIFA-Spiele machen? Wenn es nach mir geht, ja. Musst ihr aber die anderen fragen. Es gibt kein offizielles FIFA-EM-Spiel, sondern es gibt nur diesen DLC für Pro Evo. Keiner von uns hat jemals Pro Evo gespielt. Mal sehen.
Seid ihr wieder auf der Gamescom? Steht noch nicht fest. Joa. Wirst du dir eher Call of Duty oder Battlefield 1 zulegen? Ich freue mich ein bisschen mehr auf Battlefield 1, weil ich das Szenario super finde. Ich finde aber das Geschimpfe auf Call of Duty vollkommen hirnrissig, weil zumindest die Kampagnen von Call of Duty mir immer großen Spaß gemacht haben und ich das Sci-Fi-Setting eigentlich ganz cool finde. Vor allem, wenn es in den Weltraum rausgeht. Wieso sollten immer alle Spiele gleich sein? Auch die Future Call of Duties waren alle ein bisschen unterschiedlich. Insofern beide im Zweifel lieber Battlefield wahrscheinlich. Wobei die Kampagne von Call of Duty, glaube ich, insgesamt geiler ist als die von Battlefield, weil, ach, der Rainer ist auch da, hallo. Battlefield, die Kampagnen waren jetzt, zumindest von den letzten beiden, jetzt nicht so der Hit, ne? Ich habe Amseln im Hintergrund. Hört ihr denn tatsächlich hier die Vögel? Dann muss das Mikro echt super sensitiv sein. Ha, krass. Ich habe einen Anselm im Hintergrund. Sagt Anselm. Ruhe, Anselm. Pimp's asleep. Nee, der Gimp. So, hier kommt eine Meldung. Moment. Ja. Grüß mal die Heimat, Daniel. Meine oder deine? Ich frage mich bei dir immer, was das Schwarze dahinter, die an der Ecke, an der Lichterkette. Das ist so ein Reisigbusch vom IKEA. Da habe ich irgendwann mal eine Lichterkette reingeflochten und ich finde das eine sehr angenehme indirekte Beleuchtung fürs Wohnzimmer. Ja, ich grüße eure Heimat, Konstantin, wenn du mir sagst, ach, unsere. Bist du auch aus Ingolstadt? Schönen Gruß. Ja. Nett. Gut, dann würde ich sagen, wir machen noch weiter bis um 8:45. Also wenn ihr noch Fragen habt, dann jetzt. Magst du Whisky? Geht so, bin kein Kenner. Ja, steht da tatsächlich noch ein Weihnachtsbaum? Ja, den habe ich noch nicht weggeräumt, aber ist ja auch bald wieder Weihnachten. Noch dreimal joggen und es ist wieder Weihnachten. Werdet ihr Battlefield einspielen? Bestimmt. Wohnst du alleine? Das ist eine Fangfrage, sage ich nichts dazu. Altis Live-LP? Wahrscheinlich nein. Nächste sichere Let's Play-Projekte? Weiß ich noch nicht. Werdet ihr Secret Hitler Let's Playen? Das lese ich dauernd. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Pete spielt das ja immer. Das klingt sehr, sehr lustig. Kann schon sein, dass wir das mal machen. Denkst du, Martin hat noch Erfolg mit YouTube? Da fragst du ihn mal besser selber. Was hältst du von Eve? Faszinierendes Spiel. Wäre mir viel zu krass, mich da reinzudenken. Aber man merkt, also es ist bewundernswert, wie viele Leute sich da so krass reinfuchsen und was da teilweise für Geschichten entstehen. Ist sehr, sehr cool. Ich werde es allerdings nie spielen. Kommt demnächst noch ein Horror-Let's Play? Wahrscheinlich ja. Bier oder Wein hängt ganz davon ab, wo und mit wem. Hast du mal Lara Croft in der Temple of Osiris gespielt? Ich habe den Vorgänger gespielt, fand ich sehr cool. Osiris bisher noch nicht. Was hast du vom Deadpool-Film gehalten? Habe ich noch nicht gesehen, ist aber ganz oben auf der Liste für As Heimkino demnächst. Nvidia oder AMD, was denkst du über die kommende Generation? Ich bin zweimal so ins Wasser gefallen mit AMD und war immer sehr zufrieden mit Nvidia, deswegen kann ich über die kommende Generation nur so viel sagen, ist, dass ich mich über die AMD-Karten gar nicht groß informieren werde, weil ich die nie mir wieder kaufen werde. Mein peinlichstes Erlebnis sage ich nicht. Freust du dich auf die Dark Tower-Verfilmung? Ich schätze ja, ich habe allerdings die Bücher nie gelesen. Kennst du die Cloverfield-Filme? Nein. Gute Nacht, wird The Witness noch fortgesetzt, wenn es nach mir geht? Ja, was hältst du von der Bioshock-Serie? Finde ich super, soll es da noch eine Fortsetzung geben? Weiß man nicht, kann nicht schaden, braucht es aber jetzt auch nicht unbedingt. Wie hat der Jurassic World gefallen? Nie gesehen. Hast du was mit Autos am Hut? Wenig. Ich finde, Autos sind so ein Hobby. Ja, ja, nein. Ja, nicht viel am Hut mit. Passt schon. Schöne Autos sind schön und meistens zu teuer und Leute, die sich viel mit Autos beschäftigen, sind mir suspekt.
Hast du Lieblingskabarettisten und wenn ja, welche? Gerd Polt und Hagen Räther. Kommt ihr mit Gorilla Rodeo mal wieder auf Tour nach NRW? Ich hoffe ja. Guckst du Der Anschlag? Bisher noch nicht. Wollte ich mir aber mal anschauen. Wie findest du The Witcher? Überschätzt. Ich werde ihm aber nochmal eine Chance geben. Ich bin da ein bisschen geschädigt von dem Auf ein Bier Podcast. Ich sehe da nur noch die Sachen, die nicht cool sind und die Sachen nicht mehr, die cool sind. Deswegen hat es noch einen Versuch verdient. Was für ein Auto fährst du denn? Ich fahre einen gebrauchten A3 und bin mit dem sehr zufrieden. Ja. Wann kommt mal wieder ein Horror-Gameplay? Schauen wir mal. Danke, Dave. Findest du, Hasenhüttl bei Ingolstadt hätte bleiben sollen? Naja, wenn er weg will, dann braucht er nicht bleiben. Er hätte bestimmt nicht geschadet. Es wäre allerdings eine sehr, sehr schwierige Saison gewesen, das jetzt nochmal hinzukriegen. Und irgendwann hast du, glaube ich, als Trainer auch deinen Nimbus verbraucht. Insofern tut das frische Blut dem Ingolstädter Fußballclub vielleicht gar nicht so schlecht, zumal der auch was kann, der Neue. Soll der Hasenhüttl in Leipzig glücklich werden? Good riddance. Wird sich einer von euch die NX holen? Bestimmt. Lieblingsbuch, das ist eine schwierige Frage, fällt mir jetzt spontan nicht ein. Wie findest du Volker Pispers? Auch nicht schlecht. Wirkt manchmal ein bisschen simpel gedacht, was der so macht, aber bitteschön, kann man machen. Game of Thrones oder Breaking Bad? Beides. Was sagst du zum Hummelswechsel? Wie gesagt, man soll Reisende nicht aufhalten. Solange Kathy glücklich ist, ist alles gut. Wie alt jung bist du? Ich bin 36 Jahre jung. Wird es auch mal eine Live-Aktion zu viert geben? Ich weiß nicht, was mit Live-Aktion gemeint ist. Keine Ahnung, schauen wir mal. Noch 3 Minuten. Jetzt werden die Betrachter wieder mehr, aber keiner kommentiert. Hast du die Beta zu Overwatch gesehen? Nein. Was hältst du von RB Leipzig? Wenn mich eins nervt, ist diese ganzen Leute, die immer auf ihre Traditionsvereine schwören und ja, und so ein Retortenclub wie RB Leipzig und so weiter, die sind alles Menschen, die so neidisch sind, dass es ein Konzern wie Red Bull nicht, dass der die Kohle nicht in ihren Verein buttert. Insofern, also bei RB Leipzig ist es natürlich schon ein Extremfall, aber wenn das das Hauptproblem der Menschen ist, dass ein Fußballverein es nicht verdient hat, irgendwie eine Liga aufzusteigen, wenn die Spieler die Punkte erbracht haben, ganz egal, wie viel die Spieler verdienen, dann selber schuld. Es gab auch schon genug stinkreiche Vereine, die nie groß was gerissen haben. Insofern, ja, kann sich jeder bitte andere Probleme suchen als solche. Ihr alle 4 gleichzeitig live, jetzt hier im Armer, ja, das ist sicherlich auch denkbar, dann wird es aber halt ein ganz schönes Durcheinandergequatsche. Wie weit ist mein Arbeitsweg? Ungefähr eine halbe Stunde. Kennst du Rapid Wien? Ja, kenne ich. Deswegen muss ich auch nicht sagen, dass Rapid Wien regiert. Welches Tier hättest du gerne als Haustier? Einen Drachen. Würdet ihr den GameCube Talk auch mal als Podcast machen? Ja, wollen wir. Wir sind nur noch nicht so weit. Magst du Presssack? Habe ich ewig nicht mehr gegessen. Ja, muss nicht sein, aber kann man schon mal machen. Ist ja an sich eher eklig, gell, vom Prinzip. Ist schon ein Konzert in Hannover geplant? Nein. Was wäre dein Wunschszenario für ein Action-Adventure? Ich wünsche mir immer noch ein Assassin's Creed oder ein ähnliches Spiel zu der Zeit, wo eben jetzt Battlefield einspielt, nämlich rund um den Ersten Weltkrieg, beziehungsweise so zur Belle Époque, also Anfang des Jahrhunderts mit Moskau zur Revolution und Berlin zur Kaiserzeit und Wien und so. Aber wäre ich dann doch sehr überrascht, aber wenn das kommen würde, aber vom Szenario her fände ich es sehr, sehr cool. Meinst du doch noch, dass noch ein neuer Teil von Beyond Good and Evil kommt? Ich glaube ja, der ist ja schon angekündigt eigentlich, aber wir werden sehen, wann da mal Konkretes kommt. Hörst du dir öfter mal den Podcast von den Pizza? Nein, und das muss ich jetzt aber tatsächlich mal machen. Mal schauen, was die privat so besprechen. Gibt es auch Gorilla Rodeo Konzerte in Österreich, wenn es noch umgeht? Ja, uns geht ja. Lieblingslied von Elvis Presley? Schwierig, American Trilogy oder If I Can Dream? Stammtisch mit Bier und Politik. Politik und Bier verträgt sich meistens nicht besonders gut, zumal man sich eigentlich nur über Politik wirklich ausführlich äußern sollte, wenn man davon was versteht. Und das sind die Leute am
Stammtisch meistens nichts. So, letzte Frage. Ich nehme jetzt die interessanteste, die jetzt noch reinkommt. Wurden meine Fragen mit Absicht ignoriert? Wahrscheinlich ja. Du, stell noch eine, dann beantworte ich sie dir. Magst du Mario Barth? Das Geschimpfe auf Mario Barth ist falsch, weil nicht alles, was der macht, schlecht ist. Auch da ist es so, es gibt sicher Witzigeres, aber das Volk und der Zuschauer entscheidet, was Erfolg hat. Und wenn das nun mal am meisten Erfolg hat, dann gönne ich Mario Barth das von Herzen. Kommt irgendwann in nächster Zeit mal wieder ein Adventure? Wahrscheinlich nein. So. Und damit bedankt sich Marc für den Stream und schönen Abend an alle. Da kann ich mich nur anschließen. Danke, dass ihr so fleißig zugeschaut und kommentiert habt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr mal wieder etwas derartiges wollt, dann schreibt uns das einfach bei Facebook. Und dann sind das nächste Mal wahrscheinlich die anderen dran. Ansonsten bin ich auch gerne bereit, sowas nochmal zu machen. Ich habe jetzt, glaube ich, alle Fragen dieser Welt beantwortet. Mich hat es gewundert, dass es nicht ein paar mehr private Fragen waren. Bin ich auch ein bisschen dankbar für. Insofern, danke fürs Zuschauen, schönen Abend und jetzt aber ab ins Bett. Bis dann. Tschüss.